Ja, herzlich willkommen. Es sind jetzt ungefähr 40 Leute digital dazugeschaltet und hier im City Science Lab eine Handvoll des Teams, die hier mitarbeiten, heute an dieser Veranstaltung. Also nochmal, herzlich willkommen zur Veranstaltung Verkehr, Verkehr, digitale Tools für Datenerfassung und Storytelling. Ich bin Rosa Toneck, ich moderiere heute Abend. Genau, und bin froh, dass schon so viele Leute da sind. Es kommen immer noch ein paar weitere dazu, aber wir fangen jetzt an. Diese Veranstaltung bildet den Abschluss für das erste Realexperiment im Forschungsprojekt Connected Urban Twin. Die Abkürzung davon ist übrigens CUT. Wenn Sie die heute häufiger hören, dann ist das die Abkürzung für Connected Urban Twin. Es geht um digitale Zwillinge von Städten. Und genau, das City Science Lab, das Forscherteam des City Science Lab, wird heute einen Prototypen eines digitalen Werkzeugs präsentieren für die Zusammenarbeit mit BürgerInnen. Und das Team wird auch erste Ergebnisse präsentieren und erste Erfahrungen zur Datenerhebung zu einem Thema, das ich auch total wichtig finde, nämlich Sorgearbeit und Mobilität. Bevor es damit losgeht, begrüße ich jetzt nochmal die, die noch dazugekommen sind. Wir freuen uns sehr auf den Austausch heute. Auch wenn wir nicht physisch an einem Ort sein können, möchten wir gerne mit Ihnen offene Fragen klären. Wir freuen uns auf Ihr Feedback später und wir werden einen großen Teil der Veranstaltung zum Austausch auch mit Ihnen zur Verfügung stellen. Auch wenn Sie jetzt noch stumm geschaltet sind, das mussten wir aus technischen Gründen so machen. Wenn Sie aber Fragen haben, können Sie die jederzeit in den Chat schreiben. Unsere Kolleginnen Nina Manns und Julia Englert betreuen den Chat, können technische Fragen direkt klären und inhaltliche Fragen dann an uns weitergeben. Sie können aber auch die Hand melden, über die Funktionen im Zoom und dann schalten wir Sie dann auch frei und dann können Sie mit uns direkt sprechen. Das wird später passieren. Bis dahin werden wir hier einmal das Projekt und das Tool präsentieren. Die Veranstaltung wird auch aufgenommen. Wenn Sie nicht erscheinen wollen, können Sie gerne Ihr Video und Ihr Mikro sonst ausgeschaltet lassen. Wir haben aber hier in unser Lab auch ein paar Bildschirme aufgestellt. Das heißt, wenn sich ein paar mit Video zeigen wollen, freuen wir uns sehr. Dann haben wir nämlich auch ein Gegenüber hier. Genau, aber dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Und bevor wir wirklich das Tool kennenlernen und sehen, wie die Kolleginnen damit gearbeitet haben, möchte ich einmal Professor Gesa Ziemer begrüßen. Sie ist die wissenschaftliche Leiterin des City Science Labs hier in Hamburg an der HafenCity-Universität und aber auch des UNITAGS, des United Nations. Jetzt muss ich doch nachgucken. Eben hat es noch geklappt. Innovation Technology Accelerator for Cities. Sie wird einmal alle begrüßen und für diejenigen, die das City Science Lab noch nicht erkennen, einmal erklären, was das eigentlich ist. Hallo Gesa, kommst du zu mir? Hallo, guten Tag. Von meiner Seite herzlich willkommen hier im City Science Lab, leider nur virtuell. Ich freue mich, dass wir erste Forschungsergebnisse des Connected Urban Twin Projekts präsentieren können. Ein sehr wichtiges Forschungsprojekt für uns. Vielleicht ein paar Sätze zum Lab. Einige von Ihnen waren bestimmt auch schon mal hier und haben mit uns gearbeitet, andere vielleicht nicht. Es ist ganz interessant zu beobachten im Moment, dass in Deutschland in ganz vielen Städten, auch in kleinen Städten, sogenannte City Labs entstehen. In Hamburg gibt es das City Science Lab schon seit 2015. Wir sind also schon im sechsten Jahr unserer Arbeit hier. Und die Idee war damals bei der Gründung, dass wir hier einen Ort schaffen, an dem Mitarbeitende der Verwaltung, der Wirtschaft, der Politik und auch der Wissenschaft und auch der Zivilgesellschaft zusammenkommen können, um an diesem Thema Digitalisierung der Stadt, wie gehen wir eigentlich um mit Daten, wie können Daten uns eigentlich helfen, Stadt gut und besser zu gestalten, experimentieren können. Also wir haben hier sozusagen einen neutralen Ort, an dem viele, viele unterschiedliche Stakeholder sich treffen. Wir nennen das auch ein Multi-Stakeholder-Lab und an diesem Thema Stadtentwicklung, die Stadt der Zukunft arbeiten. Ja, dieser Connected Urban Twin ist für uns ein wichtiges Forschungsprojekt, weil diese ganze Twin-Technologie natürlich im Moment in aller Munde ist und wir uns aus Hamburg-Perspektive in Kooperation mit Leipzig und München natürlich fragen, was kann ein Twin sein? Wie kann er eigentlich hilfreich für die Stadtentwicklung eingesetzt werden? Und eine Frage, die wir uns stellen, ist natürlich immer auch die der Datenrepräsentation. Wir wissen, dass wir über bestimmte Dinge in der Stadt sehr viele Daten haben und über andere eben auch sehr wenig. Und wir haben hier schon immer auch so einen sozialwissenschaftlichen Zugang. Also die Teams, in denen wir hier arbeiten, sind eben immer gemischte Teams. Das sind nicht nur Programmierer und Programmiererinnen, sondern eben auch Sozialwissenschaftlerin, Kulturwissenschaftlerin,
sodass wir uns eben auch immer fragen, was bilden wir da eigentlich ab? Was macht eigentlich Sinn? Sehr, sehr Nutzer- und Nutzerinnen orientiert. Ja, und das ist sozusagen immer so ein Zugang, den wir haben. Und neben dem entwickeln wir natürlich Technologie. Wir sind interessiert daran, dass diese Technologien gut verstehbar sind, dass alle Menschen möglichst schnell mit diesen Anwendungen arbeiten können. Wir machen hier nicht so, Forschung im Elfenbeinturm, sondern tatsächlich sehr angewandt. Wir haben sehr viele Kooperationspartner und Partnerinnen aus der Stadt, viele Behörden. Dann haben wir natürlich in Hamburg eine sehr gute Dateninfrastruktur, die urbane Datenplattform, auf die wir zugreifen. Das sind im Prinzip die Daten, auf die Sie ja auch zugreifen, wenn Sie arbeiten. Das ist ein großer Luxus und ein großer Vorteil. Und wie Rosa Tonnack eben sagte, wir arbeiten jetzt auch sehr stark mit den Vereinten Nationen, überwiegend für Städte im globalen Süden, also diese richtigen großen Megastädte mit vielen Millionen Einwohnern, wo wir natürlich nicht so gute Dateninfrastrukturen haben und aber trotzdem natürlich die Daten in einer guten Art und Weise auch sehr bürger- und bürgerinnenorientiert anwenden müssen, um auch dort Stadtplanung zu betreiben. Ja, das vielleicht so ein paar einleitende Worte hier zum Lab. Toll wäre, wenn Sie jetzt wirklich da wären, weil dann würden Sie auch unsere schönen Räume hier sehen. Wir sind nicht gerade umgezogen hier in die Elbarkaden, wo wir wirklich einen richtig tollen, großen Präsentationsraum haben, der eben genau dafür auch gemacht ist, dass Sie aus den Behörden, aus der Verwaltung hierher kommen können, um mit uns zu arbeiten. Und dieses Tool, was jetzt das Team hier gebaut hat, ist nämlich ein tolles Tool, das man super gut hätte auch live zeigen können. Aber ich glaube, es funktioniert jetzt online auch ganz gut. Und ich freue mich dann, dass wir hoffentlich im Frühjahr wieder auch wirklich zusammen hier arbeiten können. Das von meiner Seite, viel Spaß und danke, dass Sie dabei sind. Vielen Dank, Gesa. Gesa hat es eben schon erzählt, wir arbeiten mittlerweile mit den United Nations zusammen an Megastädten mit mehreren Millionen EinwohnerInnen, aber wir arbeiten eben auch immer noch ganz eng mit der Stadt Hamburg zusammen und das ist uns auch total wichtig und deswegen sind wir sehr froh, Christian Fromm begrüßen zu können. Christian Fromm ist der Chief Digital Officer der Freien und Hansestadt Hamburg. Er ist dort Leiter des Amtes für IT und Digitalisierung in der Senatskanzlei und in dieser Funktion auch Teil der Steuerungsgruppe im Projekt Connected Urban Twin. Christian Fromm ist nicht physisch hier, sondern im Zoom und bitteschön. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich heute dabei sein darf und auch ganz herzlichen Dank für die Einladung und auch die netten und guten einführenden Worte, sowohl von Ihnen, Frau Tonnack, als auch von Frau Professor Ziemer, die ich jetzt, was den Cut angeht, nicht im Detail alles nochmal wiederholen möchte, aber gestatten Sie mir, dass ich das an der einen oder anderen Stelle nochmal ergänze. Die digitale Stadt Hamburg hat sich in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt, sowohl in Themen wie Mobilität, Kultur, Stadtentwicklung und Verwaltung, als auch beim Schaffen von Strukturen, um genau diese Digitalisierung in der gesamten Stadt zu befördern und voranzubringen. Dass uns das scheinbar gut gelungen ist, mag man daran ablesen können, dass wir bereits zum dritten Mal in Folge von der Bitkom zur smartesten Stadt Deutschland ausgezeichnet worden sind. Das ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich, auf dem Weg auch weiterzumachen, den wir eingeschlagen haben. Darüber freue ich mich sehr und auf das ganze Team, die mitgearbeitet haben, unter anderem natürlich auch durch die Zuarbeiten oder die Erkenntnisse und die Projekte, die die HCU auch durchführt. Neben all der Technik geht es uns bei der Digitalisierung stets darum, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Die heutige Veranstaltung und das heutige vorgestellte Vorhaben sind dafür meines Erachtens ein sehr gutes Beispiel, wie dieses Grundverständnis auch ganz konkret gelebt wird und in die Tat umgesetzt wird. Dieser Gedanke ist auch der umfassenden Digitalstrategie für Hamburg hinterlegt, die der Senat Anfang 2020 beschlossen hat. Sie nimmt alle Lebensbereiche in den Blick und auch die Idee des digitalen Zwillings, die wir ja mittlerweile, wie wir schon gehört haben, zum Connected Urban Twin weiterentwickelt haben, der mit den drei Partnerstädten Leipzig, München und Hamburg gemeinsam vorangetrieben wird. Hier ist mittlerweile ein 70-köpfiges Projektteam über diese drei Städte verteilt, dabei die vorhandenen Technologien weiterzuentwickeln. Dabei setzen wir unter anderem auch auf gemeinsame Standards und Open-Source-Lösungen für urbane Datenplattformen, um digitale Zwillinge auch in den Metropolregionen und anderen Städten anwendbar zu machen. Hier wären wir froh, wenn sich das als Role Model für Deutschland entwickelt. Manche sagen sogar, wenn das richtig funktioniert, könnte es ein Role Model für Europa sein. Soweit würde ich tatsächlich selber noch nicht gehen wollen. Ich fände es prima, wenn wir das in Deutschland schaffen und wir drei hier tatsächlich einen guten Flock einschlagen. Mit dem City Science Lab in der HCU haben wir dabei einen starken wissenschaftlichen Partner in Hamburg, der im Rahmen seines Teilprojektes das technologiegetriebene Thema digitale Zwillinge mit sozialwissenschaftlicher Forschung verknüpft. Ein meines Erachtens einmaliger Weg oder zumindest einer, der von der Idee her ganz weit vorne angesiedelt ist. Auf andere Städte übertragen dienen digitale Zwillinge dazu, unterschiedliche Daten zu komplexen städtischen Zusammenhängen wie Verkehrsflüssen oder Bauvorhaben zusammenzuführen. Damit sind sie ein wichtiges Werkzeug, mit den Expertinnen und Experten komplexe urbane Sachverhalte zu bearbeiten.
Außerdem lassen sich diese Sachverhalte aber auch anschaulich darstellen, sodass sie auch für Nichtfachleute nachvollziehbar werden. Ein Beispiel dafür, das 3D-Stadtmodell von Hamburg gibt es bereits bei uns. Und haben insgesamt, haben insgesamt 750.000 Quadratkilometer und rund 360.000 Gebäude dabei bereits erfasst. Neu ist dieses Stadtmodell nur mit Daten zu befüllen. Fachinformationen und Echtzeitdaten, die zum Beispiel über Sensoren erhoben werden, fließen in diese urbane Datenplattform ein, sodass sie dort zeitnah oder real-time auch auswertbar sind und somit auch Simulationen angestoßen werden können, ohne dass man erst den Spaten in die Hand nimmt und was bauen muss. Die Daten können dabei auch durch unterschiedliche Stakeholder nach ihren Wünschen ausgewertet, simuliert und visualisiert werden. Das zahlt dann zum Beispiel auch ein auf das Thema Building Information Modeling, aber das ist eine eigene Vorlesung wert, das nur so am Rande, wie integrativ so ein Thema dann noch ist. Die Stadt ist ein dynamischer Raum und ständig in Veränderung. Ein digitaler Zwilling kann diese Dynamik abbilden und sich mit der Stadt weiterentwickeln. Eine hervorragende und gute Datenqualität dabei natürlich vorausgesetzt. Fachleute, Bürgerinnen und Bürgerinnen können und sollen die digitalen Zwillinge dabei gleichermaßen nutzen. Sie unterstützen nicht nur dabei, dass die Verwaltung besser Entscheidungen treffen kann, sondern dass sich Bürgerinnen und Bürger in städtische Planungsprozesse besser einbringen und sie dabei auch nachvollziehen können. Die digitale Souveränität der Bürgerinnen und Bürger wird letztendlich gestärkt. Und genau deswegen haben wir uns hier auch heute getroffen, denn in der heutigen Veranstaltung schauen wir uns ganz konkret die Mobilität von Sorgearbeiterinnen und Sorgearbeitern an, die in der Stadt Hamburg aktuell unterwegs sind. Diese Fallstudie ist meines Erachtens zum einen ein gutes Beispiel dafür, für die soeben erwähnte digitale Souveränität von Bürgerinnen und Bürgern, und zum anderen veranschaulicht sie auch das Beispiel, wie Stadtentwicklung vom Wissen der Bürgerinnen und Bürger profitiert, indem sie auch soziale Prozesse einer Stadt im digitalen Zwilling sichtbar gemacht werden kann. Ich möchte jetzt der Präsentation natürlich nicht vorgreifen und freue mich, wenn ich tatsächlich jetzt mittlerweile nur noch 10 Minuten dabei sein kann, weil ich gleich leider aus aktuellem Anlass, Sie haben von diesem BSI-Vorfall gehört, dass gerade unsere Rechenzentren angegriffen werden, mich leider um 20:30 ausklinken muss, aber die paar Minuten möchte ich gerne noch bei Ihnen bleiben und freue mich, dass das City Science Lab gemeinsam mit Ihnen diesen Workshop gemacht hat und hier ein starker Partner auch für den Connected Urban Twin ist. Jetzt gebe ich wieder zurück an die Regie, Frau Toneik, und bin gespannt, welche Ergebnisse wir sehen. Schönen Dank, dass ich dabei sein durfte. Super, vielen Dank für diese total hilfreiche Einordnung des CATS auch in die Digitalisierungsstrategie der Stadt Hamburg und für diese nette Einleitung jetzt auch des Realexperiments, das wir jetzt natürlich kennenlernen wollen und auch das Tool, den Prototypen, den wir jetzt kennenlernen wollen. Ich hoffe, Sie haben noch genug Zeit, das einmal zu sehen. Es macht nämlich wirklich auch Spaß, damit umzugehen. Wir durften das diese Woche schon ausprobieren. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal ganz fix weiter an das Forscherteam im CAT. Das sind 3 Kollegen, die jetzt gleich das Tool einmal vorstellen wollen, aber vorher auch nochmal die Forschungsfrage, die eigentlich in diesem Projekt zugrunde liegt für dieses Realexperiment. Das sind einmal Dr. Michael Ziel, er leitet den Forschungsbereich Citizen Co-Creation und berichtet vom wissenschaftlichen Hintergrund dieses Experiments. Und danach zeigen Rico Herzog, der den Forschungsbereich Data Science leitet, und Martin Niggemann, der den Forschungsbereich Evaluation leitet. Die beiden zeigen das Tool. Sie können am Ende dieser Veranstaltung das Tool auch selbst austesten. Also es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende da zu bleiben. Und wenn Sie jetzt während der Präsentation schon Fragen haben, schreiben Sie die direkt in den Chat oder merken Sie sich für danach, für den Austausch. Dann bitte ich jetzt erstmal Michael zu mir. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Rosa, für die Anmoderation. Hallo allerseits. Ich möchte jetzt, wie wir eben schon gehört haben, ein bisschen was nochmal zu dem Forschungshintergrund sagen, auch zum Forschungsdesign, nochmal eingehen auf die Frage, was ist eigentlich ein urbaner Zwilling? Herr Fromm, das hat leider nicht geklappt mit dem Nicht-Vorgreifen auf meinen Vortrag, aber das ist super, dann kann ich das kürzen. Und dann kann ich umso länger darüber reden, welcher Frage wollen wir eigentlich mit unserem Realexperiment hier nachgehen. Dann werden Ihnen die Tools vorgestellt. Und im Anschluss möchten wir nochmal zurückblicken auf die Testwoche. Wir haben ja beide Tools letzte Woche auch schon testen können, zusammen mit BürgerInnen, deren Daten wir hier erhoben haben. Und da möchten wir nochmal einen Ausblick wagen auf den weiteren Forschungsprozess. Wie gesagt, es ist ein erster Schritt, ein erstes Realexperiment. Viele weitere werden folgen. Ja, hier sehen Sie das
Test-Setting, wie wir es letzte Woche aufgebaut hatten, hier in diesem Raum. Das gibt ein bisschen ein Gefühl dafür, wie wir hier arbeiten. Eng zusammen mit BürgerInnen testen wir Tools, in diesem Fall Tools, die hier auf diesem Touchtischen gelaufen sind, und damit verfolgen wir zwei Ziele. Wir möchten zum einen praxisorientiertes Wissen produzieren. Wie können wir Stadtplanung, wie können wir integrierte Stadtentwicklung verbessern mit Hilfe von digitalen Tools? Und neben dieser Wissensproduktion, dem, sage ich mal, klassischen Bereich der Forschung, geht es uns aber auch darum, Transformationsprozesse aktiv voranzutreiben. Deswegen sind wir interessiert daran, vorläufige Erkenntnisse frühzeitig einzuspeisen. Auch dafür dient diese Veranstaltung hier. Aber wichtig dafür ist es auch, Dinge auszuprobieren, zusammen mit den Stakeholdern gemeinsam zu diskutieren, was ist gut, was ist schlecht, wie kann man sie verbessern, um dann zu gemeinsamen, anwendungsorientierten Lösungen zu kommen. Und so hoffen wir auch, dass wir mit diesem Realexperiment letztendlich einen Beitrag dazu leisten können, dass diese Tools, die wir jetzt noch als Prototypen vorliegen haben und Ihnen in diesem frühen Stadium schon präsentieren, auf lange Sicht auch integriert bekommen in das Verwaltungshandeln der Stadt Hamburg, im Idealfall auch unserer Partnerstädte im CAD-Projekt, aber natürlich auch in das Handeln von BürgerInnen und Bürgern hier in der Stadt. Denn das ist ein ganz wichtiger Schwerpunkt der Arbeit hier des City Science Labs und ist aber auch explizit ein wichtiges Arbeitspaket im Connected Urban Twins Projekt, die Zusammenarbeit mit den BürgerInnen. Zum urbanen Zwilling hat ja nun der Herr Fromm auch schon vieles gesagt. Ich habe Ihnen hier nochmal ein Bild mitgebracht, was das so ein bisschen veranschaulicht. Sie sehen hier einen Auszug aus dem Masterportal der Stadt Hamburg. Da sind Daten visualisiert und auch frei zugänglich über das Geoportal. Hier sehen wir eine 3D-Animation der Stadt Hamburg, die einem so ein bisschen ein Gefühl dafür gibt, wie so ein digitaler urbaner Zwilling vielleicht einmal aussehen kann. Es ist noch keiner, aber das Masterportal der Stadt Hamburg ist eine super Ausgangsbasis, um mal ein urbaner Zwilling zu werden. Also es ist, geht da einerseits um diese 3D-Darstellung der Stadt, kartenbasiert mit einer Animation der Gebäude, aber dann auch der Möglichkeit, Simulationen durchzuführen. Wenn mir jetzt die Technik den Gefallen tut, auch das zweite Bild zu zeigen. Ja. Da kommt es, genau. Hier habe ich einfach mal das Beispiel rausgegriffen, dass man zum Beispiel den Schattenwurf von Gebäuden darstellen kann, für verschiedene Tages- und Jahreszeiten darstellen kann, um die Verschattung umliegender Gebäude zu simulieren und so ja dieses Problem besser in den Griff zu bekommen. Und das ist natürlich übertragbar auch noch auf weit komplexere Zusammenhänge, Verkehrsflüsse, Stoffströme aller Art in der Stadt. Und die Frage, der wir uns jetzt hier im City Science Lab vor allem verschrieben haben, ist die Frage, wie kann man auch soziale Prozesse, alltägliche soziale Prozesse im Zusammenleben der Menschen in der Stadt visualisieren und so in so einen urbanen Zwilling auch integrieren, als ein Teil davon. Dazu haben wir diese zwei Tools entwickeln lassen, in diesem konkreten Fall jetzt erstmal in Bezug auf das Thema Mobilities of Care, also die alltäglichen Verkehrsmuster von Sorgearbeitenden. Das ist für uns erstmal ein Anwendungsfall, ein Beispiel. Denn es ist ganz wichtig, dass wir diese Tools nicht in den leeren Raum hinein entwickeln. Wir brauchen ein konkretes Thema und haben diese Tools dafür passgenau auch entwickelt. Sie sind allerdings darauf nicht begrenzt. Sie sind auf viele andere Themen übertragbar. Und ich glaube, das ist eine Stärke. Aber bleiben wir erstmal bei dem Thema Mobilities of Care. Wichtig ist zu verstehen, dass das weit mehr ist für uns als nur ein Mittel zum Zweck. Dieses Thema ist wichtig, es ist gesellschaftlich extrem relevant. Es ist allerdings leider oft übersehen in politischen Debatten und leider auch in der Stadtplanung. Deswegen haben es wir uns ausgewählt. Wir möchten im City Science Lab Dinge, Prozesse des alltäglichen Zusammenlebens sichtbar machen, die allzu oft übersehen werden und womöglich auch bei der Übertragung in den virtuellen Raum erst recht übersehen werden. Deswegen haben wir diese Tools entwickelt und weil Daten dabei so eine zentrale Rolle spielen, wir können ja nur das visualisieren und simulieren und dann auch besser planen in der Realität, wozu wir die passgenauen Daten haben, haben wir ein Tool zur
Datenerhebung der Verkehrsmuster von Sorgearbeitenden entwickelt, denn wir mussten feststellen, diese Daten fehlen leider im Geoportal oder im Masterportal der Stadt Hamburg. Das hat aber nichts mit Hamburg zu tun, die fehlen für überall anders auch. Deswegen haben wir dieses Datenerhebungstool entwickelt und das andere Tool, das Storytelling-Tool, dient dazu, ja, die Hintergründe, die Problemlage überhaupt erstmal zu vermitteln und auf Grundlage auch der Daten, die wir im Masterportal haben, zu visualisieren. Und diese beiden Tools, die wir in den letzten 6 Wochen haben entwickeln lassen, in enger Zusammenarbeit mit einer Firma, werden Ihnen jetzt präsentiert von meinem Kollegen Martin und Rico. Und damit übergebe ich dann auch das Wort an euch. Ich freue mich jetzt, Ihnen und euch das Storytelling-Tool präsentieren zu können anhand des Beispiels von unbezahlter Sorgearbeit, wie Michael das eben schon erwähnt hatte. Und fangen wir doch direkt an mit der Geschichte. Vielleicht fragen sich manche, was ist eigentlich unbezahlte Sorgearbeit? Unbezahlte Sorgearbeit oder auch Care-Arbeit, manchmal genannt, ist Arbeit ehrenamtlich für sich selbst oder für andere, wie beispielsweise Erziehungsaufgaben, Bildungsaufgaben, Gesundheit, Pflege, Haushaltstätigkeiten. Also im Genauen sowas wie Kochen, Putzen, Pflege älterer Menschen oder die Betreuung von Kindern. Was hat das Ganze mit Stadtplanung zu tun? Die Mobilitätsanforderungen von unbezahlten Sorgearbeitenden wurden bisher eher wenig berücksichtigt, was auch viele historische Gründe hat. Städte sind meistens an den Erwerbstätigen ausgerichtet, wie man das hier auch schön sehen kann an den Magistralen. Die großen Verkehrsachsen in Hamburg, die hier auch abgebildet sind, die von außen nach innen führen, um Pendlerbewegungen meistens mit dem Auto bewerkstelligen zu können. Jetzt ist es aber gleichzeitig so, dass unbezahlte Sorgearbeit Erwerbsarbeit übertrifft, sowohl was die Wertschöpfung als auch die geleisteten Arbeitsstunden angeht. Das sagen einige Studien und deswegen ist das Thema in unserer Ansicht nach sehr, sehr relevant. Unbezahlte Sorgearbeit, wie viele vermutlich schon vermuten, ist ungleich verteilt über die Geschlechter. Es gibt den sogenannten Gender Care Gap. Frauen verrichten den deutlich größeren Teil der unbezahlten Sorgearbeit mit durchschnittlich 4 Stunden und 13 Minuten am Tag. Männer kommen nur auf 2 Stunden und 46 Minuten. In der Corona-Situation hat sich das Ganze nochmal verschärft. Viele Mütter sind zu Hause geblieben, haben ihre Arbeitszeit reduziert, um Kinder zu betreuen, während Kitas und Schulen geschlossen sind. Sieht man hier auch ganz gut in der Grafik. Jetzt können wir uns natürlich fragen, wir haben Hamburg als unser Beispiel, wir sind das City Science Lab Hamburg, wo findet unbezahlte Sorgearbeit in Hamburg statt? Wir wissen, sie ist ungleich verteilt zwischen den Geschlechtern, aber wir wissen nicht, wie Michael eben schon sagte, wo sind die Daten? Also müssen wir auf andere Daten zurückgreifen, die wir schon haben. Wir wissen zum Beispiel, wo sind besonders viele unter 18-Jährige, wo ist deren Anteil besonders groß, sieht man hier in den Randbezirken, in der Innenstadt eher weniger. Das ist ein Indiz dafür, dass hier besonders viel unbezahlte Sorgearbeit geleistet werden könnte. Ältere Menschen genauso. Also wo leben mehr, wo ist der Prozentsatz der Menschen, die 65 Jahre und älter sind, höher? Auch hier in den Randbezirken und wenig in der Innenstadt. Ein weiterer Indikator ist das Pro-Kopf-Einkommen in Hamburg. Dort, wo das Pro-Kopf-Einkommen gering ist, ist es so, dass Leute häufig unbezahlte Sorgearbeit leisten müssen, weil sich eben keine bezahlte Sorgearbeit, wie beispielsweise private Alterssorge oder Nannies beispielsweise, geleistet werden können. Auch hier sehen wir eine ungleiche Verteilung innerhalb der Stadt. Alleinerziehende betrifft unbezahlte Sorgearbeit besonders, weil sie durch die Sorgearbeit, die sie verrichten, auch ihre Erwerbsarbeit verringern müssen. Und auch hier sehen wir wieder einen deutlichen Unterschied zwischen Männern und Frauen. 88% der Alleinerziehenden sind Frauen. Wir möchten das Ganze mal auch die Infrastrukturvoraussetzungen, die unbezahlte Sorgearbeit in der Stadt mit sich bringt, an einem Beispiel verdeutlichen, nämlich Bamberg Süd. Den sehen Sie hier in dem Tool eingekreist. Das Pro-Kopf-Einkommen in Bamberg Süd ist relativ gering. Wir sehen deutlich unter dem Schnitt in Hamburg. Es gibt relativ viele Alleinerziehende. Und deswegen ist es wichtig, dass es eben auch Einrichtungen wie Kitas oder Krippen gibt. Hier sehen wir eine recht gute Versorgung von Bamberg Süd, vor allem wenn wir uns hier mal anschauen, wie sieht es denn im Umkreis von Bamberg Süd aus. In Bamberg Süd ist auch die Versorgung mit Schulen gewährleistet.
Und auch der Einzelhandel hat einige Discounter, Drogerien, Supermärkte, die wichtig sind für unbezahlte Sorgearbeit, dass man hier eben alles fußläufig oder mit dem Rad erreichen kann. Wie kann man sich in dem Stadtteil, den wir uns rausgesucht haben, fortbewegen als unbezahlte sorgearbeitende Person? Wir sehen, es gibt einige Radwege. Es gibt die Freizeitroute Nummer 2, die einmal knapp am Stadtteil vorbeiführt. Es gibt verschiedenste ÖPNV-Stationen. Die Linie U3 führt durch den Stadtteil, verschiedene Busstationen. Und jetzt sehen wir, okay, es gibt einige Voraussetzungen, es gibt gute Infrastruktur hier, aber was uns diese ganzen Daten nicht sagen, ist, wie oft fährt der Bus, wie teuer ist so eine Fahrt, wie voll ist der Bus, kann ich mit meinem Kinderwagen einsteigen, was gibt es vielleicht sonst für Hindernisse? Und genau aus diesem Grund, um eben diese Daten, die noch nicht in vielen Geoportalen vorhanden sind oder beziehungsweise in keinem, das wir finden konnten, haben wir das Datenerhebungstool entwickelt. Und hierfür gebe ich gerne weiter an meinen Kollegen Martin, der uns jetzt einmal exemplarisch zeigen wird, wie die Datenerhebung in der vergangenen Woche stattgefunden hat. Ja, danke schön, Rico. Genau, neben den einem zentralen Modul des Storytellings haben wir daneben das sogenannte Data Collection Tool. Das besteht im Kern aus 3 Schritten. Wir zu Beginn der Datenaufnahme möchten wir etwas mehr erfahren über die Person, die uns ihre Daten zur Verfügung stellt. Dafür machen wir verschiedene Abfragen. Wir haben bestimmte geclusterte Altersgruppen. Wir fragen nach Geschlecht, nach Familienstand. Wir fragen nach Haushalts-, Einkommensklassen. Und wir fragen vor allem danach, wen betreuen Sie? Und was ist das Alter der hilfsbedürftigen Person? Und haben so erstmal zu Beginn einen Steckbrief, auf den dann sozusagen die folgenden Strecken, die wir gleich einzeichnen, bezogen werden. Nachdem wir hier die Eingaben gemacht haben, haben wir die Möglichkeit, das abzulegen, senden das in die Datenbank und kommen hier zum zweiten Schritt, zum zentralen Schritt der Datenerhebung, das Einzeichnen von Wegen in die Karte. Wir haben zunächst die Möglichkeit, das sehen wir hier oben rechts, einen Fortbewegungsmodus zu wählen. Das ist jetzt gerade voreingestellt, sich als Fußgänger fortzubewegen. Wir können aber auch wechseln zur Fortbewegung per Rad, per Auto, per Bus und per Bahn. Was wir noch auswählen können, und das ist relevant, weil unsere Ausgangsfrage ist immer, teilen wir uns einen typischen Tag in der Woche mit? Und da gibt es verschiedene typische Tage. Manche sind in der Woche, manche nur an bestimmten Wochentagen, manche nur am Wochenende, weshalb wir das auch hier einmal angeben können. Ich versetze mich jetzt einmal in die Perspektive einer teilnehmenden Person und möchte exemplarisch für einen Montag einen typischen Weg einmal in der Karte einzeichnen und mit Informationen anreichern. Dafür kann ich beliebig auf der Karte einmal einen Punkt setzen. Ich würde vorher einmal kurz die ganzen anderen Layer ausschalten, wenn das geht. Das geht gerade nicht. Okay, dann geht es auch so. Wenn ich mir vornehme, ich starte nach der Arbeit, in meinem Teilzeitjob um 15.30 Uhr, komme ich aus der Stadt, ich steige am Jungfernstieg in die Bahn ein, setze hier meinen ersten Punkt und hätte jetzt die Möglichkeit, mit der U4 entlang der Strecke bis in mein Quartier zu fahren, in den Osten von Hamburg, und komme raus an der Hammerkirche und fahre doch noch einen weiter bis zum Rauen Haus und schließe hier diese erste Teilstrecke einmal mit dem Doppelklick ab. Und jetzt sieht man, dass der Weg sich verändert hat und dass sich auf der rechten Seite auf der Zeitachse sich eine Karte geöffnet hat. Diesen ersten Teil meiner Strecke kann ich jetzt mit weiteren Informationen anreichern. Das ist vor allem erstmal relevant, ist die Zeit. Ich bin gestartet um 15.30 Uhr am Jungfernstieg und brauche für diese Strecke in etwa 10 bis 15 Minuten und komme dann um 15.45 Uhr etwa dort an. Ich habe für diese Strecke, wenn ich keine Monatskarte, keine Wochenkarte oder kein Jobticket habe, ungefähr Kosten von 3,20 Euro.
hier in Hamburg. Das kann ich hier über die Tastatur einfach eingeben. Und ich hätte jetzt darüber hinaus noch die Möglichkeit, einen Kommentar hinzuzufügen, was an dieser Strecke vielleicht relevant ist, was mir dort passiert, warum ich diese Strecke vielleicht bewusst wähle oder auch vielleicht andere Strecken bewusst meide und deshalb diese Strecke wähle. In diesem Fall habe ich nichts zu kommentieren, hätte aber die Möglichkeit, wenn ich jetzt meinen Weg doch noch verändern möchte, die Route auf der Karte zu bearbeiten. Das ist dann ähnlich wie bei Google Maps. Ich kann den Weg anfassen und dann jeweils auch noch verschieben. Ich speichere das nochmal ab und gehe jetzt weiter ins Detail. Ich bin jetzt angekommen am Rauen Haus und muss von dort aus zur Kita die Kinder abholen. Und das mache ich natürlich von dort aus zu Fuß. Das heißt, ich wechsle den Modus und gehe jetzt dort los, verlasse die Bahnstation. Ein ganz kurzer Weg nur, denn die Kita ist direkt an der Bahnstation und schließe diesen Weg hier auch ab. Habe hier wiederum die Möglichkeit, Uhrzeiten hinzuzufügen. Das ist ein ganz kurzer Weg. Das kostet mich maximal 5 Minuten. Habe dort natürlich keine Kosten und habe diesen Weg sozusagen abgeschlossen. Jetzt sehen wir hier zwischen den einzelnen Wegestrecken, sehen wir so Plus-Symbole. Dort haben wir die Möglichkeit, sogenannte Stopppunkte hinzuzufügen. Stopppunkte sind, beschreiben den Grund meines Anhaltens in diesem Moment oder den Ort, den ich hier ansteuere. In diesem Fall wäre der Stopp die Kita. Den Stopp kann ich auch auf der Karte einmal setzen und dann genauso wie bei den Routen kann ich das auch mit einer Zeit versehen, mit Kommentaren versehen, zum Beispiel, dass ich die Kinder hier anziehen muss, die Regensachen anziehen muss, die Jacke anziehen, das dauert dann schon mal so 10 Minuten und kann diesen Stopp dann auch sozusagen hinzufügen. Nachdem Kinder abgeholt habe, gehe ich natürlich mache mich auf den Weg nach Hause, habe die Möglichkeit, den Weg wieder hier zu starten, gehe den Weg, bis ich zu Hause bin und schließe das ja mit einem Doppelklick ab. So, und habe dann wiederum die Möglichkeit, wie eben schon gesehen, weitere Informationen zu diesem Streckenabschnitt hinzuzufügen, genauso wie ich noch einen weiteren Stopppunkt hinzufügen kann, der in diesem Fall, den ich dann auch bezeichnen kann, das ist dann in diesem Fall zu Hause. Das Gleiche kann ich auch nachträglich noch für die einzelnen Routen machen oder in diesem Fall auch zu dem Stopp. Dieser Stopp hatte den Namen Kita und einmal mache ich es noch exemplarisch. Ich kann diese Route genauso benennen. Das ist von der Arbeit bis zur Kita. Und habe so die Möglichkeit, wirklich detailliert die ganze Strecke, die ich mich hier durch die Stadt bewege, einmal zu erfassen. Abschließend habe ich noch die Möglichkeit, sozusagen den ganzen Weg in der Gesamtheit zu kommentieren und vielleicht auch noch bestimmte Details hinzuzufügen oder einfach noch auch Verbesserungsvorschläge vielleicht unterzubringen. Das kann natürlich genauso wie vorher per Tastatur geschehen, aber was wir hier hinzugefügt haben, ist, dass wir das auch einfach das freie Gespräch aufnehmen können. Viele sind es gewohnt, Sprachnachrichten über WhatsApp oder Telegram zu verschicken und der gleichen Funktion bedienen wir uns hier auch. Wir können sollte eigentlich starten, aber wir können diese Aufnahme machen. Ich kann frei erzählen. Da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass das vielen deutlich einfacher fällt, einfach etwas runter zu erzählen, als etwas in einem Satz zu formulieren und dann aufzuschreiben. Das wird mit in der Datenbank abgelegt. Ich habe jetzt diesen Weg erfasst und gehe nun zum dritten Schritt dieser Datenerhebung. Dieser dritte Schritt ist das sogenannte Annotierungs-Kommentierungswerkzeug. Was wir hier oben jetzt sehen, ist 3 Formen, um sogenannte Points of Interest zu setzen. Wir können klassische Points of Interest setzen, wir können aber auch Lines of Interest oder Area of Interest setzen. Wofür ist das nötig oder was bringt uns das? Wir haben festgestellt, dass es in Bezug zu einer Strecke
indirekt oder direkt Orte gibt, die relevant sind für die Strecke. Das können einzelne Punkte, zum Beispiel eine Unterführung sein. Das können aber ganze Strecken sein, wenn man zum Beispiel etwas über einen bestimmten Streckenabschnitt, den man zum Beispiel mit dem Fahrrad fährt, sagen möchte. Das kann aber auch ein ganzes Gebiet sein, wenn man zum Beispiel über die Grundverkehrssituation in einem Stadtteil sprechen möchte. Ich zeige es auch einmal ganz kurz. Diese Punkte kann ich auch einfach setzen, habe dann die Möglichkeit, einen Kommentar dort einzutragen und diesen Kommentar dann auch in der Datenbank zu hinterlegen. Ich kann so viele Kommentare hier hinzufügen, wie ich möchte. Und zu guter Letzt habe ich sozusagen einen Datensatz zusammen und kann diesen Datensatz in der Datenbank ablegen, werde nochmal zweimal gefragt und habe dann zum Schluss die Möglichkeit, entweder weitere Tagesabläufe hinzuzufügen oder die Datenaufnahme hier an dieser Stelle zu beenden. Und damit gebe ich an dich zurück, Michael. Ja, vielen Dank, Martin und Rico, für diese Einblicke und diese ausführliche Vorstellung des Tools. Wie eingangs gesagt, wir hätten das natürlich gerne mit Ihnen allen zusammen hier im Lab getestet. Und so mussten wir jetzt aufgrund dieser Corona-Situation diesen Kompromiss schließen. Ich hoffe, es war trotzdem anschaulich und ist rübergekommen. Ich sagte eingangs auch, diese beiden Tools, die Ihnen gerade präsentiert wurden, die gab es vor 6 Wochen, 8 Wochen, gab es die noch gar nicht. Wir haben das in einem sehr intensiven Design-Sprint entwickelt, zusammen mit einem privaten Software-Developer, dessen Team möchte ich nochmal ganz ausdrücklich danken. Das war das tolle Team von UbiLabs, hier eine Hamburger Firma, mit der wir eine hervorragende Zusammenarbeit hatten, mit einem tollen Ergebnis. Und diesen zwei Tools, die ganz wunderbar laufen. Außerdem möchte ich mich nochmal bedanken bei Jennifer Zhang. Sie hat uns unterstützt, konzeptionell und im visuellen Bereich. Das war eine super Zusammenarbeit. Eine super Zusammenarbeit war es auch mit den 15 Menschen, die wir hier in der letzten Woche zu Gast hatten, mit denen wir diese Tools testen konnten und deren Datensätze wir erhoben haben. Das waren 15 Menschen, die wir eingeladen haben, hierher zu kommen. Vor allem Eltern waren das, Mütter, Väter, einige wenige auch, die sich um ihre Eltern gekümmert haben. Und so eine Session hier am Tisch hat so ungefähr 1,5 Stunden gedauert. Also das war schon eine intensive Arbeit, eine intensive Datenaufnahme. Entsprechend reichhaltig sind die Datensets. Wir haben diese Eintragungen auf der digitalen Karte, wir haben viele Kommentare, wir haben Audiospuren dazu aufgenommen. Das gibt eine recht komplexe Gemengelage an Informationen und die, wie gesagt, das ist letzte Woche passiert. Wir können Ihnen heute hier deswegen auch keine tiefgehende Analyse dieser Daten präsentieren, aber wir möchten Ihnen doch ein paar Einblicke geben. Und wichtig ist noch der Hinweis, den ich Ihnen auch mitgeben möchte, das ist natürlich alles andere als eine repräsentative Studie. Wie gesagt, es ist ein erster experimenteller Schritt zu gucken, wie können wir solche Daten überhaupt erheben, und im Weiteren werden wir dann gucken, wie können wir sie analysieren und aufarbeiten. Dazu werden wir noch mal ein bisschen was sagen. Vorläufig möchte ich Ihnen zeigen, was sich so für ein Bild ergeben hat durch diese Datenset-Aufnahme auf dem Stadtplan in Hamburg. So, genau. Ein recht abstraktes Bild, aber trotzdem wollten wir Ihnen so einen exemplarischen Eindruck mal geben. Das ist jetzt die Überlagerung aller Wegstrecken, die wir aufgenommen haben für den Innenstadtbereich. Dass wir das sehr abstrakt halten, hat vor allem auch mit datenschutzrechtlichen Gründen zu tun. Die Anforderungen da sind natürlich sehr, sehr hoch, weil wir doch sehr individuelle, sehr personenbezogene Daten erhoben haben und mit den höchsten Ansprüchen auch an Anonymität. Deswegen dieses etwas kryptische Bild. Aber ich glaube, was man sich schon ablesen lässt, ist, dass zentrale U-Bahn-Linien, hier zum Beispiel die U-Bahn-Linie U4, um den Innenstadtkern herum stark genutzt wurde und wir sonst auf Stadtteilebene relativ kleinteilige, verzweigte Bewegungsmuster haben. Wenn man das Ganze mal aufschlüsselt nach den verwendeten Verkehrsmitteln, hier sehen Sie die
die Kilometerlänge, die wir insgesamt erhoben haben, aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Verkehrsmitteln. Insgesamt 550 Kilometer Wegstrecke haben wir erhoben. Ein großer Anteil davon wurde mit dem Auto zurückgelegt. Dieser rosa Streifen, der schmale danach kommt, ist Bus als Verkehrsmittel. Interessanterweise kein allzu großer Anteil. Dann haben wir relativ viel Fahrrad, da auch viel Wegstrecke per Lastenrad zurückgelegt, also auch zum Transportieren der Kinder. Dann haben wir nochmal diesen lila Bereich, S-Bahn und U-Bahn, und dann halt eben auch zu Fuß ein geringerer Anteil, was ja irgendwie auch logisch ist, also die Entfernung, die ich, wenn ich eine lange Strecke zu gehen habe, dann laufe ich wahrscheinlich in den seltensten Fällen, insbesondere wenn ich noch Kinder dabei habe. Und zu Ihrer Beruhigung, dass jetzt hier Auto so einen relativ großen Anteil einnimmt, liegt daran, dass eine Teilnehmerin tollerweise mit den Personen, die sie pflegt, Spritztouren um Hamburg herum unternimmt. Und das hat uns natürlich hier den Anteil des Kfz sehr weit nach oben getrieben, was, glaube ich, auch ein recht eingängiges Beispiel ist, wie vorsichtig man mit der Auswertung oder wie präzise man mit der Auswertung dieser Daten sein muss. Ansonsten wurden uns sehr viele Textinformationen gegeben. Hier haben wir eine Auswertung nach der Verwendung der Begriffe in den eingegebenen Texten. Da muss ich jetzt nicht näher drauf eingehen, das lassen wir einfach so stehen. Aber ein paar gesammelte Eindrücke möchte ich gerne noch mit reingeben hier, die uns als Forschungsteam sehr aufgefallen ist und die sich teilweise auch auf so einer Metaebene bewegen. Also alle Teilnehmenden fanden das eigentlich sehr interessant, diese Wege einzugeben, auch für sich selbst. Also alle haben gesagt, diese anderthalb Stunden, das war eine intensive Phase, aber die hat sich sehr gelohnt, weil sie haben so selber verstanden, wie sie sich eigentlich überhaupt in der Stadt bewegen, was man da vielleicht auch noch in ihrem eigenen Verhalten verbessern könnte, aber sie haben sich zum ersten Mal auch intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und wie sie umgehen mit den Mobilitätsangeboten in der Stadt. Das hatte einen sehr selbstreflexiven Moment. Ein anderer selbstreflexiver Moment, wie ich es nenne, war überhaupt die Ansprache als unbezahlte, sorgearbeitende Person. Die meisten haben gesagt, ach, das ist ja ein interessantes Thema, was ihr da macht, aber ja, also ich bin Mutter, also mich meint ihr ja nicht. Dann haben wir gesagt, nee, genau um dich geht es auch. Du leistest unbezahlte Sorgearbeit, genau wie Väter, genau wie Menschen, die sich um ihre Angehörigen kümmern. Und darum geht es uns, dass du bist die Person, mit der wir gerne zusammenarbeiten möchten. Und dann erst wurde so eine Sensibilität eigentlich für den ganzen Themenkomplex geschaffen bei den Teilnehmenden. Das fand ich sehr interessant. Interessant war auch die Anmerkung einer Teilnehmerin, die sagte, naja, Leute, mit eurem Tool, das ist ja alles super und ich habe auch gerne mitgemacht, aber ihr müsst auch sehen, das, was ich euch jetzt an Daten gebe, das ist ja eigentlich quasi schon mein angepasstes Verhalten an den Status quo, also so wie es ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier meine Wegstrecke mit dem Fahrrad eintrage und über die Probleme dabei berichte, ist das ja schön und gut, aber ich nehme ja das Fahrrad, weil eigentlich die Buslinie fehlt oder der Bus nicht oft genug fährt. Und diese Art von Daten oder diese Informationen als Problemstellung erhebt ihr ja gar nicht. Was aus meiner Sicht auch wieder deutlich zeigt, wie wichtig auch dann die Interpretation der gesammelten Daten ist, auch von Expertinnen, die genau solche Defizite dann auch rauslesen können, um dann an der Verkehrsplanung etwas zu verbessern, was über das direkt aufgenommene Wissen in diesen Datenerhebungen nochmal hinausgeht. Ja, und ansonsten auf der ganz praktischen Ebene sagten die Teilnehmer, dass sie diese Tools eigentlich gut handelbar fanden. Die Usability ist gut, sie konnten damit sehr gut umgehen. Das hat insofern gut funktioniert, dass wir angedockt haben an so etablierte Bedienweisen von auch schon bestehenden Web-Anwendungen oder Smartphone-Anwendungen. Und vor allem haben wir mitgenommen, dass es den ausdrücklichen Wunsch gibt, dass weitere Datensets aufgenommen werden. Das war irgendwie klar, also dass diese 15 Datensets, das ist es jetzt noch nicht. Wir müssen da in die Breite gehen und wir müssen auch mehrere Gruppen noch einbinden, unterschiedliche AkteurInnen in der Stadt, marginalisierte Gruppen vor allem wurden da auch genannt, in der Hoffnung, dass auch dadurch eine Wirksamkeit sich entfaltet.
weil es einfach dadurch aus, ein bisschen aus der Nische oder aus dem Nicht-Gesehenen herauskommt und so auch in eine stadtgesellschaftliche Breite geht mit viel Wissen, viel Information, was man dann artikulieren an die Stadtverwaltung. Und das bringt mich zu dem Ausblick, den wir noch wagen wollen, auf den weiteren Forschungsprozess. Wir haben ja noch 4 Jahre vor uns und das war ein erster Schritt. Und da wollte ich nochmal Martin und Rico bitten, dass ihr euch hier an meine Seite stellt und mich nicht alles alleine machen lasst. Und zunächst wird es ja darum gehen, wie machen wir jetzt weiter mit der Datenerhebung? Und Martin, dazu wolltest du nochmal was sagen. Genau, wir wollen einen Ausblick wagen. Was haben wir noch vor? Kurz- bzw. mittelfristig, und das hängt vor allem von der Entwicklung der Pandemiesituation gerade ab, wollen wir natürlich mehr Daten erheben. Wir wollen einerseits natürlich Leute zu uns am liebsten ins Lab einladen. Wir wollen aber auch in die Stadtteile gehen, dort mit in Schlüsseleinrichtungen direkt mit den Leuten, zum Beispiel mit Tablet-Angeboten, diese Daten direkt vor Ort erheben. Und darüber hinaus ist es unser Wunsch, das Tool auch online zu schalten, dass Leute, dass Teilnehmende auch die Möglichkeit haben, direkt von zu Hause so eine Art Tagebuch vielleicht auch zu führen und täglich vielleicht repräsentativ für eine Woche ihre Mobilitätsmuster aufzuzeichnen. Dann hängt sich natürlich die Frage an, was machen wir mit den Daten, Rico? Ja, danke Martin. Wir haben vor allem 2 Dinge mit den Daten vor. Einmal wollen wir herausfinden, wir wollen experimentieren, wie können wir solche Daten darstellen. Jetzt gibt es natürlich schon Darstellungen, die Michael teilweise auch schon gezeigt hat, 2D auf einem Screen, aber wie kann man Daten auch noch anders visualisieren? Das sind Fragestellen, mit denen möchten wir uns gerne beschäftigen im kommenden Jahr. Vielleicht gibt es noch andere Arten, dreidimensional, in virtueller Realität, wie man solche Daten erlebbar machen kann, um wirklich die Geschichten, die dahinter stecken, auch zu verstehen und dementsprechend in die integrierte Stadtentwicklung mit einzubeziehen. Des Weiteren möchten wir gerne Modelle bilden von diesen Daten. Wir möchten gerne genug Daten haben, um aussagekräftige Schlussfolgerungen ziehen zu können, wo die Bedarfe für unbezahlte Sorgearbeitende in der Stadt vielleicht noch verbessert werden können und sowas auch zu modellieren in einem sozialen Modell oder in einem sozialen Prozess, der in einem Modell abgebildet wird. Genau. Deswegen, es werden weitere Realexperimente folgen. Die Datenerfahrung, wie wir es nennen, soll der Kern unseres nächsten Experiments im nächsten Jahr sein. Wenn Sie auf dem Weg dahin eventuell mit uns zusammenarbeiten möchten, wenn Sie Ideen haben, wie wir an Sorgearbeitende herantreten können, um weitere Datensets zu erheben, wenn Sie Feedback haben zu den Tools oder sonst wie sich integrieren möchten in unserem Forschungsprozess, schreiben Sie uns sehr gerne. Dazu gibt es später noch die Informationen. Wir haben ein großes Interesse, in Kontakt zu kommen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, mit der Stadtverwaltung Hamburg natürlich auch. Da sind wir schon sehr gut aufgestellt durch das CAT-Projekt. Es ist ja eine enge Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung in Hamburg, aber auch in Leipzig und in München. Und auf diese Partner wird es natürlich auch ganz entschieden darauf ankommen, wenn es darum geht, diese Tools hoffentlich, so hoffen wir, und darauf möchten wir hinarbeiten, in Zukunft dann auch als Teil des Urban Twins, den wir hier gemeinsam entwickeln, in das Verwaltungshandeln der Stadtverwaltung zu implementieren. Das ist die Herausforderung auch für die nächsten Jahre, den wir auch natürlich wissenschaftlich begleiten werden. Wir freuen uns darauf und an dieser Stelle enden wir mit unserer Präsentation und Rosa, du machst weiter moderierst die nächsten Veranstaltungsschritte an. Genau. Dankeschön. Vielen Dank für diese anschauliche Präsentation, nicht nur des Tools, sondern auch dieser Datenerhebung, die ihr über diese Woche gemacht habt und auch über die ersten Daten, die ihr uns hier präsentiert habt. Es sind währenddessen auch schon erste Anmerkungen und Fragen im Chat eingegangen, auf die wir auch wahrscheinlich gleich eingehen können. Du hattest es aber gerade schon angesprochen. Natürlich, die Frage kam auch nach Organisationen, mit denen ihr zusammenarbeitet. Das heißt, da seid ihr auch noch auf der Suche nach weiteren AnsprechpartnerInnen und Organisationen, wenn sie da auch selbst zum Beispiel Angehörige einer Organisation sind, die daran Interesse hat an einer Zusammenarbeit, melden Sie sich gerne. Und ansonsten werden wir gleich auch noch genauer auf diese Fragen eingehen. Ihr habt es jetzt gerade angesprochen. Dieses Tool wurde in einem Sprint entwickelt innerhalb der letzten 6 bis 8 Wochen. Dies ist die erste öffentliche Präsentation dieses Prototypen, der ja noch weiterentwickelt werden soll. Und Michael, du hast es auch gesagt,
manchmal entwickelt man dann auch so in den leeren Raum hinein oder man möchte das ja nicht. Man möchte ja in einem konstanten Austausch auch sein. Deswegen war dem Team heute auch ganz wichtig, ihre Anregungen auch mitzunehmen. Das heißt, wir werden gleich ganz gespannt die Fragen uns angucken. Aber auch, sie haben sich auch noch was anderes gewünscht, nämlich einen critical friend, einen kritischen Freund. Das ist eine Methode aus der Erziehungswissenschaft. Kritische Freunde sind Menschen, denen wir vertrauen, die uns gut kennen, denen unsere Projekte auch am Herzen liegen und uns wohlwollend begleiten, aber uns mit provokanten, kritischen Fragen auch testen und auch gucken, wie wir uns besser weiterentwickeln können. Und deswegen haben wir heute einen Critical Friend eingeladen und das ist Dr. Hilke Berger. Hilke ist eigentlich in drei Rollen heute hier. Sie ist unser Critical Friend natürlich, sie ist Forscherin auch am City Science Lab und am Unitag, wo sie sich vor allem mit Fragen nach der Teilhabe an Stadtgestaltung auseinandersetzt. Sie ist aber auch Mutter und war diese Woche Teilnehmerin bei der Datenerhebung mit diesem Tool. Das heißt, Hilke hat das Tool auch ausgetestet und sich ein bisschen näher auch nochmal damit befasst. Wir freuen uns total auf dein Feedback, Hilke. Hallo. Vielen Dank, Rosa. Danke nochmal an das Team vom CAT, dass ich hier heute Critical Friend sein darf. Freut mich sehr. Ich möchte eine Sache aufgreifen als erstes, die du, Michael, vorhin adressiert hast. Das war das Thema Sichtbarkeit. Ich finde, dass es sind ja eigentlich zwei Tools, über die wir hier heute sprechen. Einmal das Datenerhebungstool und dieses Storytelling-Tool. Und ich finde, was diese beiden Tools extrem gut miteinander verbindet, ist dieses Thema Sichtbarkeit. Mir wurde das extrem klar, als ich das selber ausprobiert habe, weil man wirklich durch dieses eigene Eingeben der Mobilitätswege überhaupt sich erstmal auseinandersetzt damit, was für einen selber auch häufig unsichtbar ist, nämlich dieser Weg durch die Stadt. Dadurch entstehen so städtische Ornamente, habe ich festgestellt, die dann visualisiert sind, die erstmal für sich stehen können, aber unglaublich viel Gehalt haben. Meine erste, vielleicht nicht kritische, aber grundsätzliche Frage ist, was macht man mit diesen Ornamenten am Ende? Weil ich glaube, es entstehen diverse, die wiederum inhaltlich total komplex sind, weil sie ja alle mit diesen Annotationen, also den Anmerkungen zu den Wegen hinterlegt sind. Und ich bin sehr gespannt, wie man diese Daten am Ende auswertet, was man damit macht. Es wurde mehrfach gesagt, das ist eine Frage der Interpretation, man muss genau hingucken. Ich habe auch festgestellt, dass man seine Wege natürlich den Gegebenheiten anpasst und dadurch das Ornament schon verändert, was Stadt macht. Was ich extrem toll und spannend daran finde, ist, dass es ähnlich wie viele Tools hier im City Science Lab Komplexität nicht reduziert, sondern sie zugänglich macht, indem sie sie sichtbar macht und indem sie sie erlebbar macht. Und das ist ein Riesenpotenzial, glaube ich, für städtische Planung einerseits. Und über die Kombination mit dem Storytelling-Tool gibt es, glaube ich, auch die Möglichkeit, diese Komplexität wiederum so darzustellen, dass sie nicht nur im eigenen Erleben, sondern auch eben im Erzählen über die Stadt wieder zugänglich wird. Also diese Kombination mit diesen zwei Tools hat, glaube ich, jede Menge Potenzial. Ich fände total interessant, das jetzt mit anderen Themen auszuprobieren. Wir haben ja gesagt, das ist keine repräsentative Studie, es ist ein Experiment. Könnte man vielleicht auch mit dem Thema Ernährung machen, mit einem Thema wie Naherholungsgebiete, Nutzungsqualitäten von unterschiedlichen öffentlichen Räumen. Ich kann aus dem Stegreif, glaube ich, mindestens 10 Sachen aufzählen, die mich interessieren würden. Ich finde total spannend, was euch für den CAT als nächstes interessiert, wie ihr das dann vielleicht auch wiederum über das Storytelling-Tool in Verbindung bringt. Denn das sind ja alles kleine urbane Systeme. Jetzt hatten wir dieses Mobilitätsthema für die Sorgearbeitenden. Ich fände total interessant, das mit anderen Mobilitätsthemen zu korrelieren. Und was dann wieder für Ornamente passieren, was daraus entsteht, ist, glaube ich, wirklich eine spannende Frage. Ich freue mich sehr auf die zukünftige Arbeit, auch mit diesem Tool. Ich werde das als nächstes mal in der Browser-Anwendung ausprobieren. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt heute zu Hause oder in Ihrem Büro schon gleichzeitig machen. Da bin ich auch gespannt auf Ihr Feedback. Und vielleicht so ganz grundsätzlich und abschließend nochmal zurückgehen zu diesem Thema Sichtbarkeit, fände ich extrem interessant, ob diese Erkenntnis, die daraus gezogen wird, am Ende dann auch, Rico hat es angedeutet, in anderen Visualisierungen eine Rolle spielt. Also nicht nur 2D und Browser und Flat, sondern dann eben auch in einem tatsächlichen 3D-Modell. Und wie das dann am Ende aussieht, finde ich sehr spannend und freue mich sehr auf die Ergebnisse und bin jetzt sehr gespannt darauf, die Fragen auch sehen zu können. Ich habe immer nur die kleinen orangenen Wolken hier auf den Bildschirmen gesehen. Also ich sehe, sie fragen sich auch Dinge und
ich bin gespannt, diese Dinge jetzt zu hören und mit Ihnen gemeinsam zu diskutieren. Zurück an dich, Rosa. Vielen Dank. Danke, Hilke. Genau, da sind schon Fragen gekommen. Aber vielen Dank erstmal für dein kritisches Feedback an das Team und ja auch schon richtig konkrete Ideen tatsächlich auch, was für weitere Themen man damit eigentlich auch noch bedienen kann. Jetzt sind wir aber endlich an dem Punkt angekommen, wo wir Ihnen zuhören können und Ihre Fragen auch hoffentlich beantworten können oder Ihre Anmerkungen aufnehmen möchten. Dazu würde ich als allererstes mal das Team zu mir bitten, weil ihr seid diejenigen, an die das jetzt geht und die vor allem diese Fragen auch beantworten können. Und würde dann aber auch nochmal Nina bitten, die am Chat sitzt und dort auch begleitet hat, vielleicht erste Fragen schon mal vorzulesen oder Anmerkungen oder eben auch die Menschen konkret auch zu entmuten, sodass sie mit uns sprechen können. Wenn es hier bei uns im Team auch noch Fragen gibt, genau, kann man sich natürlich auch noch melden. Und ansonsten, genau, Nina. Die Frage, ob es auch ob ihr vielleicht auch erzählen könnt, welche Beispiele es ganz konkret gibt. Also zum Beispiel wird das Beispiel einer Mutter mit schwerbehinderter Tochter im Rollstuhl aufgemacht, wo es dann Schwierigkeiten gibt, den Fahrstuhl zu benutzen, der dann kaputt ist. Also vielleicht habt ihr noch weitere Beispiele, die ganz konkret diese Wege und eben auch, was vorhin schon angeklungen ist, diese Defizite in der Mobilität beschreiben. Ja, vielen Dank für die Frage. Das war jetzt schon ein sehr, sehr gutes Beispiel, was da genannt wurde im Chat. Wir haben viele weitere gesammelt, von denen wir jetzt natürlich nicht so im Detail aus Datenschutzgründen berichten können, aber es ist ganz oft hängt es damit zusammen, dass man mit einem bestimmten Verkehrsmittel häufig mit dem Fahrrad unterwegs ist, unsichere Kreuzungen hat, gerade mit Kind im Lastenrad beispielsweise, lange warten muss, bis man sicher die Straße überqueren kann. Es hängt mit nicht vorhandenen Mobilitätsangeboten zusammen, wie dem ÖPNV, sodass das Auto benutzt werden muss oder dass lange gelaufen werden muss, um zu einem gewissen Ort überhaupt erst zu gelangen. Und gleichzeitig zu solchen Beispielen möchte ich aber auch nochmal hervorheben, dass es die 15 Leute, die wir jetzt, mit denen wir die Daten erhoben haben, natürlich nicht das volle Spektrum von Sorgearbeit abbilden können. Und genau deswegen möchten wir eben nochmal rausgehen und mit vielen verschiedenen weiteren Menschen zusammenarbeiten und gerne sie um ihre Daten bitten, sodass wir ein breiteres Spektrum abbilden und viel, viel mehr von solchen, viel, viel mehr über solche Probleme und Hindernisse lernen können. Darf ich eine Sache noch ergänzen? Also was es auch gab, waren ausdrücklich positive Anmerkungen, dass gesagt wurde, das ist total erfreulich, da ist in den letzten Jahren ein breiter Radweg gebaut worden, da kann ich super mit dem Lastenrad langfahren. Und dann haben wir da aber auch dann sehr dezidierte Hinweise bekommen, dass es dann auf diesem grundsätzlich super tollen Radweg aber 2, 3 richtig gefährliche Stellen gibt, wo die Person dann auch, naja, also Angst hat regelrecht, vor allem wenn es dunkel ist, dann auch tatsächlich mit dem Kind unterwegs zu sein, weil einfach der Übergang über die Straße dann so schlecht ausgeleuchtet, überhaupt nicht markiert ist, dass das wiederum ein Problem ist. Also solche Anmerkungen waren dabei, aber ich finde, das muss man auch dazu sagen, man kann auch viel aus positiven Anmerkungen herauslesen, so wo es den Bedarf gibt und was es aber auch noch zu tun gibt. Super. Gibt es noch weitere Fragen oder Anmerkungen im Chat? Ich würde einmal noch in das gesamte Publikum bitten, dass Sie sich melden, wenn Sie möchten, sodass Sie einfach selber Ihre Fragen stellen können. Eine Frage, die hier noch kam, ist, mit welchen betroffenen Organisationen Sie zusammengearbeitet haben. Das kann man ganz einfach beantworten, keine. Wir haben sehr viele E-Mails verschickt und haben sehr viele Organisationen angesprochen. Es ist allerdings nicht so weit gekommen, dass wir da wirklich zusammengearbeitet haben. Wir haben Feedback bekommen, das ist interessant, eine Zusammenarbeit wäre durchaus wünschenswert. Aber ich denke, das ist einerseits eine Frage der
der Kapazitäten auch auf Seite dieser Organisation. So eine weitere Kooperation muss ja auch gut vorbereitet und langfristig geplant sein. Da hatten wir auch einfach die Zeit nicht für. Auch unsererseits hatten wir dafür keine Zeit, möchten das in Zukunft aber gerne umsetzen. Und andererseits ist es auch so, dass wir natürlich, also das, was wir heute präsentiert haben, bisher ja noch gar nicht präsentieren konnten. Es ist ja erst vor kurzem fertiggestellt worden. Und so ist dieses ganze Thema und die Art und Weise, wie wir forschen, doch auch recht abstrakt geblieben. Und ich glaube, auch das hat die Ansprache von potenziellen PartnerInnen erschwert. Und ich hoffe, auch da können wir jetzt nachlegen, indem wir mit dem, was jetzt vorliegt, auch nochmal dann eine zweite Ansprache unternehmen können. Sie hören es, Sie können natürlich auch Multiplikatorinnen für dieses Projekt werden. Ne? Also das war jetzt die erste Vorstellung. Jetzt hat man von diesem abstrakten, von dieser abstrakten Idee der digitalen Zwillinge, mit denen man Daten erheben möchte, eine viel konkretere Idee, was man damit eigentlich machen kann, wie das dann auch aussieht, wie man das bedient. Also da kamen ja schon erste Vorschläge für Verbände, mit denen man zusammenarbeiten kann. Wenn Sie noch weitere Vorschläge haben, schreiben Sie die gerne in den Chat oder erzählen Sie auch anderen davon. Und vielleicht kommt so ja auch nochmal eine Kooperation zustande, wenn ich mal für euch Werbung machen darf. Gibt es noch weitere Anmerkungen und Fragen? Sonst hätte ich auch eine, aber auch gerne nochmal ans Publikum. Wenn Sie die Hand heben über dieses Handheben-Tool, dann sehen wir das, dass Sie was sagen wollen und dann können wir Sie freischalten, dann können wir Ihnen das Mikro aufmachen und dann können Sie tatsächlich auch was sagen. Wir hören das dann hier auch im Lab. Eine Frage kam noch, mehrere Fragen. Inwiefern haben Care-ArbeiterInnen andere Mobilitätsanforderungen? Wird nicht einfach das Mobilitätsangebot an die Nachfrage und den Bedarf der Gesellschaft allgemein angepasst? Michael, willst du darauf antworten? Oder? Ja. Also wir arbeiten mit einer Ausgangshypothese, die vor allem erstmal, wie Michael das auch vorgestellt hat in seiner Präsentation am Anfang, dass die Mobilität in der Stadt noch sehr stark orientiert ist an diesen langen, stringenten Pendelmustern, morgens rein in die Stadt, abends wieder raus in die Stadt und aufbaut auf so einem Bismarckschen Alleinernährer Familienmodell, wo der Mann meistens in die Stadt fährt und wieder rauspendelt. Wir gehen aber davon aus, dass Sorgearbeitende und da auch vor allem Frauen viel kleinteiligere Bewegungsmuster haben und dass sie viel mehr kürzere Wege zurücklegen, Wegeketten bilden und vor allem multimodal unterwegs sind, also viele, viele mehr verschiedene Mobilitätsmittel nutzen. Vielen Dank. Willst du noch was anmerken? Genau, wenn ich da vielleicht noch was ergänzen kann. Das ist genau das, was wir auch häufig gesehen haben in der Datenaufnahme. Also wir haben zu Fuß, mit dem Bus, mit dem Fahrrad, verschiedene Stationen. Dann fährt man morgens in die Kita, setzt das Kind da ab, fährt dann mit dem Bus in die Stadt, geht da vielleicht einkaufen, was für sich, fährt wieder über einen Umweg, über einen Freund besuchen zurück, muss vielleicht noch arbeiten gehen, einen halben Tag, fährt wieder in die Kita, geht noch spazieren mit dem Kind. Und so sind es eben diese Ketten, die sich bilden. Und da gehen wir davon aus, oder da möchten wir herausfinden, ob Mobilitätsangebote, inwieweit die schon dafür vorhanden sind und inwieweit die für solche Mobilitätsbedürfnisse ausgebaut werden können. Noch eine sehr grundlegende Frage. Wie wird Sorge definiert? Geht es dabei nur um die Sorge um andere oder auch um die Sorge um sich selbst? Hier gibt es die Anmerkung, dass bei mehr als 50% Einpersonenhaushalten auch die letztere Sorge von Relevanz ist. Dazu kann ich gerne kurz was sagen. Also bei dieser Definition, die auch Rico vorgestellt hat, bei dieser extrem hohen Zahl, die da zustande gekommen ist, von dieser ungefähr 1 Billion Euro Wertschöpfung pro Jahr in Deutschland, die Selbstsorge mit inbegriffen ist. Also in der Definition von Sorgearbeit, wie sie üblich ist und auch wie wir sie verwendet haben, ist Selbstsorge mit inbegriffen. Also das heißt auch Quality Time, die ich für mich selber verwende, aber auch die Pflege, also auch Kochen, die Gartenarbeit und so weiter. Und wurde das auch mitgemappt diese Woche? Ja, oder? Ich habe da auch so ein paar Beispiele für gesehen, wo im Grunde Selbstsorge auch
Teil der Wege war, die da gemappt wurden. Ne? Gibt es noch weitere Fragen, Nina? Ja. Super. auch auf der Ebene dieser grundlegenden Fragen und vielleicht auch genau anschließend an diese Thematik, inwiefern, Rico ist da eingangs auch drauf eingegangen, inwiefern reagiert die Stadtplanung nur auf die Anforderungen von Erwerbstätigen? Ich kann da gerne ein paar Worte zu sagen. Es gibt natürlich viele Angebote, die da geschaffen werden. Es gibt beispielsweise die 15-Minuten-Stadt in Hamburg, wo versucht wird, dass der ÖPNV so gestaltet wird, dass man in kürzesten Zeiträumen unterwegs ist, dass man schnell umsteigen kann, sich durch die Stadt fortbewegen kann. Und uns wird viel getan. Also wir sind nicht mehr da, wo wir in den 1950er Jahren waren, wo alles fürs Auto ausgelegt wurde. Es bewegt sich einiges, aber es gibt eben immer noch das Problem, was wir hier erfassen wollten, ist die Frage, welche Probleme gibt es denn, weil darüber gibt es recht wenig Daten. Also wo sind denn vielleicht auch in solchen Konzepten wie dem 15-Minuten-Takt, wo sind da die Schwachstellen, also wo werden Leute nicht erreicht, was hindert Leute daran, solche Sachen in Anspruch zu nehmen, und genau sowas möchten wir herausfinden. Welche Möglichkeiten gäbe es, bestimmte Defizite, aber eben auch Verbesserungsvorschläge und Veränderungspotenziale auch mit Hilfe des Tools darzustellen? Ja, das ist eine gute Frage. Genau darum geht es. Das ist unsere Forschung, die wir gerne vorantreiben wollen. Wir wollen gerne experimentieren mit unterschiedlichsten Arten und Weisen, wie wir solche Sachen darstellen können. Hilke hat es auch schon angesprochen, dass es auch für Sie eine spannende Frage ist. Wie kann man sowas vielleicht auch rausholen aus der Datendarstellung auf einem zweidimensionalen Touchtisch? Wie kann man sowas in die dritte Dimension holen, in den Stadtraum vielleicht sogar holen? Wie können wir die Daten zugänglicher machen? Wie können wir sie besser erklären? Das sind alles Fragen, die wir uns jetzt stellen. Wie gesagt, wir haben das Tool entwickeln lassen in den letzten 8 Wochen. Wir werden uns jetzt damit beschäftigen, wie können wir a, weitere Daten erheben und b, diese Daten so benutzen, um den Impact zu haben. Und wir hoffen dann im weiteren Verlauf unserer Forschung im CAD-Projekt da auch genauere Ergebnisse nachlegen zu können und präsentieren zu können. Ich würde das nur gerne noch aus so einer Forschungsdesign-Perspektive ergänzen. Das ist halt Teil des Experimentierens. Ist auch jetzt vielleicht erstmal noch nicht so genau zu wissen, wie wollen wir das aufarbeiten, wie wollen wir das visualisieren, was können wir überhaupt aussagen, auch was fundiert ist, und wie können wir es so kommunizieren, dass es auch ankommt bei den Menschen. Und das ist die Challenge jetzt auch für die nächsten Monate, daran weiter zu forschen, auszuprobieren. Und ich hoffe, Sie schalten wieder ein, wenn wir das nächste Mal berichten. Und dann haben wir da bestimmt viel zu präsentieren und können die Diskussion darüber fortsetzen. Wir freuen uns auch über neue Stimmen. Also wenn Sie was sagen wollen und selbst eine Frage stellen wollen oder eine Anmerkung, dann machen Sie das gerne. Nochmal die Erinnerung, dass Sie sich gerne melden können. Genau. Gibt es denn sonst noch weitere Fragen auch im Chat, Nina? Auch nochmal konkret zu diesem Untersuchungsgegenstand oder dieser Datenerhobungsturnus. 75% der Pflege von Senioren findet von Angehörigen statt. Die Pflegenden haben durch die Doppelbelastung kaum Zeit. Wie kann man mit dem Tool einen direkten Nutzen für den einzelnen Anwender, die einzelne Anwenderin schaffen? Ja, ich glaube, das ist ich hatte vorhin gesagt, dass ich das so ein bisschen festgestellt habe oder wir festgestellt haben bei dieser Datenerhebung, dass überhaupt erstmal ein Bewusstsein für die eigene Situation geschaffen wurde im gesellschaftlichen Kontext. Also damit meine ich, wenn man überfordert ist mit dieser Situation als pflegender Angehöriger, dass das viele Menschen doch auch zurückführen auf so ein eigenes Unvermögen, dass sie es nicht hinbekommen. Bei Eltern ist das auch oft so, wenn die extrem unter Stress leiden, weil sie sich um ihre Kinder kümmern, dass sie das Gefühl haben, es ist ein individuelles Versagen. Und was oft nicht gesehen wird, ist, dass das natürlich aber auch viel mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu tun hat
oder halt eben auch einfach mit den Mobilitätsangeboten in der Stadt, weil Wege zu lange dauern oder vielleicht, wenn ich Geringverdiener bin oder aus allgemein knapp bei Kasse bin, dass ÖPNV-Verbote Angebote teuer sind und so weiter. Also diese Einordnung des eigenen Verhaltens in den gesellschaftlichen Kontext ist vielleicht ein Benefit, den Sorgearbeitende mitnehmen können, wenn sie dieses Tool nutzen oder wenn sie sich diese Story ansehen, die wir damit entwickelt haben. Aber grundsätzlich ist das eine Sache, wo das ist schwierig zu beantworten und wahrscheinlich sind die unmittelbaren positiven Effekte auf die Betroffenen von diesem Tool doch eher gering. Es wird darum gehen, denke ich, eher halt eben über die Datengeneration und die Interpretation der Daten in Zusammenarbeit mit der Verwaltung langfristig zu besseren Lösungen zu kommen. Also das wäre ja zumindest das Szenario, aber das ist oder unser Wunsch, aber das ist natürlich ein sehr langer Prozess. Und man muss auch sagen, dass genau diese extreme Belastung der Sorgearbeitenden für uns hier bei der Datenaufnahme auch ein Problem war, weil wir leider nicht in der Lage waren, eine Aufwandsentschädigung auch zu zahlen. Ich meine, die Menschen müssen hierher kommen ins Lab, die arbeiten mit uns 1,5 Stunden zusammen, da müssen sie wieder zurück. Das ist eine Zeit, die ist eigentlich gar nicht da. Wir sind sehr dankbar, dass es dennoch 15 Menschen mit uns gemacht haben. Aber es ist tatsächlich ein Problem, dass wir aus rechtlichen Gründen gar nicht in der Lage sind, uns dafür erkenntlich zu zeigen, außer Dankeschön zu sagen und dem Versprechen, wir werden sensibel mit den Daten umgehen und uns für eure Anliegen einsetzen. Und das wollen wir tun, so gut es geht. Danke für diesen Einblick auch nochmal. Ja, super. Vielleicht haben wir noch Zeit für 1-2 Fragen, bevor wir dann auch das Tool selber nochmal ausprobieren können. Also für alle, die jetzt noch da sind und sich dafür interessieren, wie das eigentlich funktioniert, wird es gleich noch die Möglichkeit geben, das Tool auszuprobieren. Aber vielleicht können wir nochmal 1-2 Fragen aus dem Chat rausholen. Hier geht es auch nochmal um die Frage der Datenerhebung aus unterschiedlichen Perspektiven. Einmal um die quantitative Datenerhebung, was sind Strategien, um eine relevante Stichbogengröße zu erreichen? Und aus einer qualitativen, partizipativen Forschung heraus, wie konkret der Ansatz dieser partizipativen Forschung in diesem Rahmen aussieht und ausgeführt wird? 2 Fragen auf einen Schlag. Mhm. Genau, ich kann vielleicht erstmal versuchen, was zu sagen. Zu den quantitativen Versuch, dort eine repräsentative Mehrheit zu bekommen. Ich glaube, realistisch, dass es schwer zu erreichen ist. Einfach, wir haben die Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, ein Sample zu erstellen, Leute hierher zu bekommen, Leute, Personen anzusprechen, Betroffene anzusprechen. Werden wir in naher Zukunft wahrscheinlich kein repräsentatives Sample erstellen können. Aber dessen sind wir uns bewusst und damit gehen wir auch ganz transparent um. Wir wollen auf Phänomene aufmerksam machen und im Idealfall können wir sie später quantifizieren, aber das ist nicht unser Primärziel erstmal. Genau, vielleicht kannst du was zu der qualitativen Herangehensweise sagen? In Zusammenarbeit mit BürgerInnen, ja, also da kann ich nicht groß ins Detail gehen. Wir werden auf jeden Fall weiter exemplarisch arbeiten und auch versuchen, den Schritt zu gehen aus dem Lab heraus, mehr an Orte, wo Sorgearbeit auch geleistet wird in der Stadt. Wir wollen das auch von der technischen Seite noch zugänglicher machen, indem man dann auch hier nicht immer an dem großen Touch-Table arbeiten muss, obwohl das ja eigentlich toll ist, aber das Ding ist halt tierisch immobil, sondern dass man dann halt mit Tablets arbeitet. Und wir werden uns da natürlich auch genau überlegen, wo gehen wir hin? Geht man jetzt in die Kitas, also mehr auf Eltern zu, oder geht man doch eher in die Richtung Menschen, die sich um ihre Eltern kümmern, also vielleicht in Pflegeeinrichtungen dafür oder halt eben in Kooperation mit PartnerInnen, dass man da eine andere Wege der Ansprache findet. Also sprich, dass man da ein bisschen guckt, dass man in eine gesellschaftliche Breite geht, was die Stadtteile und die Bevölkerungsgruppen angeht, allerdings was auch die Art der Care-Arbeit angeht. Aber wie Martin eben schon gesagt hat, unsere Mittel da sind begrenzt. Die Ressourcen, die wir haben, werden bei Weitem nicht ausreichen, um da wirklich eine Repräsentativität herzustellen. Das heißt, wir werden, was jetzt unsere Arbeit hier im City Science Lab angeht, im,
im Exemplarischen bleiben. Nichtsdestotrotz wollen und werden wir praxisorientiertes Wissen erarbeiten, was dann in Zusammenarbeit mit KooperationspartnerInnen oder von Verwaltungen aufgegriffen werden kann, um diese Repräsentativität herzustellen und dann auch letztendlich Lösungen umzusetzen. Auch das liegt ja nicht an uns. Wir werden nicht die Mobilitätsprobleme der Stadt Hamburg lösen, aber wir möchten darauf hinwirken, dass das Wissen dafür oder zumindest die Tools, mit denen dieses Wissen produziert wird, zur Verfügung stehen. Und das darf man auch bei dem, was bei allem, was wir hier präsentieren, nicht vergessen. Im Mittelpunkt unserer Forschung stehen die digitalen Instrumente, die eingesetzt werden, und nicht die Anwendungsfälle selbst. Mhm. Vielen Dank. Das weist ja jetzt auch schon ein bisschen darauf hin, wie es dann weitergehen kann damit. Also ihr bringt im Grunde einen Stein ins Rollen oder ihr stellt den Stein erstmal dahin und jetzt kann man den auch anschubsen, wenn er nicht zu schwer ist. Genau. Das heißt also, es geht auch darum, Anwendungsfälle zu finden, Kooperationspartner zu finden. Gibt es weitere Dinge, die jetzt auch helfen würden, dieses Projekt oder diesen Prototypen weiterzubringen oder an die Menschen zu bringen? Habt ihr da konkrete Bedarfe jetzt gerade auch? Also so, wenn wir jetzt schon mit den Menschen sprechen auch, genau, gibt es da konkrete Dinge, wo man euch helfen kann oder euch unterstützen kann oder wo ihr unterstützen möchtet? Also was mir sofort einfällt, ist, dass ich hoffe, dass jetzt gleich ganz viele Leute das Tool ausprobieren werden. Darum geht es ja jetzt im nächsten Schritt und uns ein Feedback geben, kritisches Feedback zu der Usability, wie das verbessert werden kann, aber auch gerne zu dem ganzen Forschungshintergrund und allem, was wir heute hier präsentiert haben. Und ich möchte es nochmal betonen, wir haben ein Rieseninteresse zu kooperieren mit Organisationen oder Einzelpersonen, die mit diesen Themen befasst sind, um da in die Tiefe zu gehen in Bezug auf die Datenerhebung. Und wer daran Interesse hat und da mit uns irgendwie zusammenarbeiten möchte oder einfach auch nur Tipps hat, da freuen wir uns sehr drüber. Ich glaube, das würde uns sehr, sehr helfen. Super, vielen Dank. Dann würde ich sagen, dann schließen wir diese Fragerunde jetzt hier ab. Und damit endet der offizielle Teil, also sozusagen der Teil, in dem das City Science Lab die Arbeit präsentiert hat, das Tool präsentiert hat und dieses Realexperiment. Wir danken ganz herzlich für diese engagierte Diskussion über den Chat mit den vielen Fragen, die Sie uns gestellt haben. Das Thema Sorgearbeit, das hat man jetzt ein weiteres Mal gesehen, treibt wirklich eigentlich fast jeden und jede um. Und das hat man ja auch an den Fragen gemerkt, fand ich, dass da ganz viel eigene Betroffenheit einerseits, aber auch Ideen und Verbesserungsideen und irgendwie, also ganz viele ganz konkrete Anwendungsfälle ja schon für das Thema waren, aber eben auch für ein solches Tool der Datenerhebung, für solche Themen, die vielleicht sonst nicht so leicht zu platzieren sind. Das fand ich total spannend. Genau, damit endet dieser Teil. Wir laden deswegen aber trotzdem Sie alle ein, noch nicht aufzulegen, sich noch nicht rauszuklicken aus dem Call, sondern dabei zu bleiben. Es wird jetzt sozusagen ein bisschen informeller. Wir stehen nicht mehr hier weiter auf der Bühne, sondern wir werden jetzt hier noch ein bisschen die Tools miteinander angucken und Ihnen zwei Links in den Chat schicken. Moment, bevor wir jetzt durcheinander kommen. Als erstes, und das haben die drei eben auch schon angemerkt, ist das Team total dankbar für Feedback. Und wenn Sie aber auch weitere Informationen über diesen Fortlauf des Projektes haben möchten, wird gleich in diesem ersten Link ein Feedbackbogen sein, wo Sie schon erste Ideen reinschreiben können, wo Sie aber auch Ihre Kontaktdaten hinterlassen können, sodass wir oder das Team Ihnen, wenn es weitergeht mit dem Projekt, weitere Informationen zukommen lassen kann. Das wird der erste Link sein, den Nina jetzt hoffentlich in den Chat postet. Genau, Link 1, Feedback und Kontakt. Und dann kommt der zweite Link. Und dieser zweite Link wird Sie zu diesem Tool führen. Das ist heute Abend online und freigeschaltet für Sie zum Ausprobieren. Sie haben eben gesehen, Rico und Martin haben es vorgezeigt, wie man dort eigene Wege und Daten eintragen kann. Das heißt, das können Sie jetzt gerne ausprobieren. Wir bleiben hier in diesem Raum online. Sie können in den Chat schreiben, wenn Sie Fragen haben, auch bei technischen Problemen oder eine direkte Anmerkung haben, weil Sie das Tool jetzt ausprobiert haben und uns sagen wollen, wie herrlich oder wie schwierig oder was auch immer das ist. Trotzdem einmal herzlichen Dank an alle Teilnehmenden, an alle von Ihnen im Publikum, an alle Menschen, die Fragen gestellt haben. Herzlichen Dank an ein Teammitglied, das heute noch gar nicht genannt wurde, nämlich Holger Prang, der hier
den Filmschnitt sozusagen gemacht hat und so schön von einer Kamera zur nächsten gesprungen ist für uns, dass wir ein bisschen Abwechslung haben in so einem Zoom-Call, der ja sonst sehr frontal ist. Genau, vielen Dank. Bleiben Sie trotzdem da. Wir werden jetzt noch eine halbe Stunde online sein und genau, Sie können austesten. Ist der Link schon im Chat? Genau. Wenn da alles funktioniert, freuen wir uns auf Ihr Feedback und wenn irgendwas hakelt, melden Sie sich gern. Wir sind hier weiter, gucken auf den Chat und sind erreichbar. Alles klar, dann Dankeschön.